Bereits zum 10. Mal fand in diesem Jahr die Schnuttenbacher Feldweihnacht statt. Das ist mehr oder weniger ein überdimensionales Krippenspiel, das unter freiem Himmel veranstaltet wird. Den äußeren Rahmen dazu bietet das Gelände rund um die St. Josefskapelle am Ortsrand von Schnuttenbach. Diese Kapelle wurde errichtet, um einem Altar, der anlässlich der 700-Jahr-Feier 1998 in einer alten Scheune wiederentdeckt wurde, eine neue Heimstatt zu bieten. Hauptorganisatorin aller 10 Aufführungen ist Gertrud Wiedemann. Die erste Feldweihnacht im Jahr 2006 wurde noch vorwiegend gestaltet durch die Kommunionkinder und ihre Eltern. Im Lauf der Jahre wurde der Umfang der Aufführung jedoch immer größer und mittlerweile sind ca. 140 Personen unmittelbar an dem Krippenspiel beteiligt. Natürlich allesamt freiwillig und ehrenamtlich. Auch die Zahl der Besucher erhöhte sich Jahr für Jahr und 2015 konnte ein Publikum von mehreren hundert Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung zur Feldweihnacht begrüßt werden. Kulissen und Kostüme sind liebevoll in Handarbeit gestaltet und die Darsteller der Weihnachtsgeschichte mit Leidenschaft bei der Sache. Dabei sind alle Altersgruppen vertreten. Von den Kleinsten, die als Engel und Hirten auftreten, bis zu den Altgedienten, die zum Beispiel die Evangelisten verkörpern. Sogar tierisch hat die Veranstaltung sich weiterentwickelt. Wo im Jahr 2006 noch ein Kamel aus Pappmaché auf Rädern gezogen wurde, sind mittlerweile echte Kamele für die Weißen aus dem Morgenland zu bestaunen. Star des Abends ist natürlich immer das Christuskind. Der Hauptdarsteller in diesem Jahr hat jedoch den Großteil der Veranstaltung selig verschlafen. Die Schnuttenbacher Feldweihnacht hat sich über die Jahre zweifellos zu einer festen Größe der Weihnachtsveranstaltungen im Landkreis gemausert und ist mittlerweile sogar überregional bekannt. Es bleibt zu hoffen, dass die Beteiligten auch weiterhin mit Spaß und Engagement bei der Sache bleiben, damit auch die nächsten Generationen in den Genuss dieser Vorführung kommen. In seiner Art ist die Schnuttenbacher Feldweihnacht tatsächlich etwas Einmaliges.